hat sich denn die Unterstützung der Fans seit dem Aufstieg entwickelt? Also sehr positiv, wobei es meiner Meinung nach auch schon vor dem Aufstieg losgegangen ist. Also gerade in der Zweitligasaison hat man eigentlich von Spiel zu Spiel gesehen, wie es zum einen mehr wurde, aber zum anderen auch viel lauter wurde. Und das, glaube ich, hat uns zum Aufstieg getragen unterm Strich. Und das ist jetzt auch in der Bundesliga was wir auf keinen Fall missen wollen, weil das, ja, gerade in der Hinrunde hat es punktemäßig noch nicht so geklappt, aber jetzt in der Rückrunde, glaube ich, zeigen wir, dass wir auch zur Heimmacht werden können mit den Fans, und das, glaube ich, ist was Schönes. Dann sind so Veranstaltungen wie heute auch wichtig. Seid ihr da gern dabei als Spieler? Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, ich habe zu sowas noch nie nachgesagt und werde ja nie, wenn es zeitlich irgendwie machen lässt, weil ich finde, ja, aus meiner Sicht als Fan, sage ich jetzt mal, bevor ich selber gespielt habe, war es immer schön, an sowas teilzuhaben oder auch zu sehen, dass sie die Jungs Zeit nehmen. Von daher würde ich das natürlich auch zurückgeben, jetzt wo ich selber in der komfortablen Lage bin, das machen zu können. Zu den Herrschaften. Zum einen grüße ich unseren Coach Ralf Hasenhüttl. Freuen wir uns auf unsere 37, Dario Lescano. Mit dabei auch unsere 31, Maurice Multhoff. Wir freuen uns natürlich auch, dass er Zeit gefunden hat. Unsere Nummer 16, Lukas Rittersleer. Und last but not least, unsere 14, Stefan Lex. Die Fans haben ja ein eigenes Fanlied für sie gedichtet. Ist das eine Ehre? Ja, es ist eine absolute Ehre. Ich habe es auch vorher gesagt. Von meiner Seite gibt es den Fans nichts vorzuwerfen. Es kann auf jeden Fall so weitergehen. Heute ist das Spiel gegen Hamburg nochmal zur Sprache gekommen mit den nicht so netten Kommentaren der HSV-Spieler. Wie gehen Sie damit um? Naja, im Endeffekt muss ich sagen, ist mir lieber. Am Ende schimpfen die Gegner bei uns, weil dann haben wir viele Sachen richtig gemacht und in dem Fall dann einen Punkt mitgenommen, weil wenn wir da dort ein 3-0 verlieren, beschwert sich keiner über uns, und dann haben wir aber nichts davon. So haben wir einen Punkt mitgenommen. Der Ärger der gegnerischen Mannschaften ist für mich dann nicht so relevant. Auf die Unterstützung der Fans können Sie ja in jedem Fall zählen. Ja, ich denke auch. Also, ich meine, dass uns jedes Mittel recht ist, um die Klasse zu halten, das wissen wir und das wissen auch unsere Fans. Und ich glaube, die Unterstützung ist nicht nur da, wenn wir jedes Spiel 6-0 gewinnen, weil dann wird es auch langweilig, da kann man ein bisschen weiter in den Süden fahren, wenn man vorher schon wissen will, wie es ausgeht. Aber bei uns kann man noch wirklich mitfiebern, und ich glaube, das ist das, was eigentlich den Sport ausmacht. Wie heißt der Spaßvogel bei euch im Team, außer der Schanzi? Du siehst ihn, ja? Wie heißt du? Tobias. Wie alt bist du? Ich werde am Freitag 8. Super! So, Tobias. Ja, jetzt raus damit. Wer ist der Spaßvogel? Die Schanze schon, der ist jeden Tag ziemlich. Man fragt sich, was der nimmt zu ernst, was der anderen zu wenig, aber ja, der Trainer regelt das schon. Aber sonst, natürlich, außer der Schanze, haben wir schon ein paar. Ja. Ich glaube, wir haben es alles sehr lustig. Also, natürlich, ich glaube, wenn der Albo in der Kabine ist, dann hast du mir. Egal, was passiert ist.